Guten Morgen, einen wunderschönen. Ja, guten Morgen, lieber Stefan. Was ist denn heute geboten hier? Alles, was das Motorradfahrerherz begehrt. Denn wir sind bei der Wunderlich GmbH, das habt ihr ja inzwischen mitbekommen. Und die haben alles rund um die BMW und rund um die Harley inzwischen. Denn es gibt auch eine Neuerung, Wunderlich Adventure nennt sich das Ganze. Und ich würde mal sagen, die Anfahrt 2022, die kann starten. Und wir werden mal das Programm jetzt hier voll machen bis oben hin und ein bisschen Spaß haben an diesem Tag. Los bitte los, ich folge Los Ihnen. Bitte los! Just film me! Okay! Hier oben stehe ich jetzt auf der Empore und kann so auf den Showroom gucken. Hier sind einige Motorräder ausgestellt, unter anderem das Dreambike. Das ist eine ganz, ganz coole Aktion. Das Motorrad im Wert von 40.000 Euro, eine niegelnagelneue BMW GS, umgebaut mit sämtlichen wunderlichen Parts, wird heute noch verlost. Also im Wert von 40.000 Euro. Musst du dir mal auf die Zunge zergehen lassen. Gucken wir uns jetzt mal kurz an und dann quatsche ich direkt mal mit dem Sebastian, der das Motorrad aufgebaut hat. Der kann sicherlich noch ein bisschen dazu erzählen. Top. Den Basti kenne ich schon von meinen Videos, von den Fahrwerksvideos. Da findet man dich am liebsten, ne? Ja, natürlich, das ist mein Metier. Genau, aber ich wollte dich noch mal so ein bisschen ausfragen über das Dreambike. Das hast du ja aufgebaut und das Ganze auch so betreut. Was hat es damit auf sich? Wir haben uns für die Anfahrt dieses Jahr überlegt, was könnte man Schönes machen. Und da stand halt im Raum, dass wir ein Motorrad verlosen. Und das war halt schön, das Projekt von Anfang an mitzubegleiten. Natürlich standen erstmal viele Ideen im Raum. Unser Designer, der Nikola, und auch der Eddie haben dann ein paar Designvorschläge gemacht. Dann haben wir natürlich eine Vorauswahl getroffen, weil es waren im ersten Moment so viele Ideen und so viele Bike-Konzepte, dass wir dann erstmal so unsere Top 3 für jedes Thema rauspicken mussten. Im ersten Step ging es ja überhaupt darum, rauszufinden, wird es eine GS, wird es eine S1000 oder was auch immer. Okay, ja. Das war die erste Voting-Stufe, ja. Und dann hat sich natürlich die GS rauskristallisiert. Da haben wir uns überlegt, drei Konzepte erstmal zu präsentieren. Einmal ein Sportkonzept, 17 Zoll Umbau mit Fahrwerk und allem drum und dran. Dann so eine Enduro- oder Offroad-Variante, ein bisschen rougher. Und dann halt noch die Touring-Variante. Da haben wir dann alle drei Konzepte vorgestellt. Dann in der nächsten Voting-Stufe wurden dann daraus jeweils die Favoriten rausgewählt. Und dann sind die drei Kategorien nochmal separat gegeneinander angetreten. Und dann hat tatsächlich das jetzige Traumbike gewonnen, der World Crosser. Ja. Mit dem Design vom Edgar Rüttgers. Okay. Ja, und dann also die Zuschauer haben immer gewählt, ne? Genau. Das vielleicht auch. Ja. Es ist wirklich euer Traumbike. Ja. Ihr habt abgestimmt. Es ist die GS geworden, so wie sie jetzt da steht. Und wir haben uns dann natürlich überlegt, alles klar, World Crosser, World Tourer, da muss ein bisschen was an Zubehör dran. Dann haben wir alles dran gepackt, was aus unserem Portfolio unseres Erachtens nach zum Thema Touring und Welttour passt, mit großen Gepäcksystemen, Sturzbügeln, Zusatzscheinwerfern, beheizbaren Sitzbänken etc. etc. Und ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ein Glücklicher oder eine Glückliche wird das Ding gewinnen. Ich gehe jetzt mal bei Illenberger Carbon vorbei. Ich würde mich so freuen, wenn die mal was für mein Motorrad bauen würden. Dann wäre ich direkt hier bester Kunde. An Carbon, an schönen Carbon-Teilen kann ich ja gar nicht vorbeigehen. Das ist ja herrlich.
Fred, ich habe gerade schon gesagt, an Carbon kann ja eigentlich gar keiner vorbeigehen. Ne? Das hoffe ich. Ja, und ja. Eben nur vorbeigehen, auch stehen bleiben. Jahrelange Partnerschaft, jahrelange Freundschaft und bin froh, hier zu sein. Wir haben unseren kleinen, feinen Pitbike-Stand dabei und toll, die ganzen Leute mal wieder zu sehen, die ganzen Kollegen zu sehen. So, jetzt komme ich hier auch mal durch. Alles gut bei euch? Wunderbar. Wirklich ein sehr, sehr schöner Tag hier bei Wunderlich. Da ist wirklich die Hölle los, ne? Wahnsinn. Und so schön nach so langer Zeit. Das ist der Impuls. Das ist unser neuer Clubhelm. Ja. Mit Sound bei Harman Kardon ist ein Gerät der Quantum-Serie, die wir auf der EICMA im November vorgestellt haben. Ja. Die Lautsprecher und das Mikrofon von Harman Kardon. Das ist schon Next Level, oder? Kann man sagen. Ja, absolut. Enduro-Parcours. Jetzt nutze ich die Chance und zeige euch das mal. Beim Offroad-Fahren wird natürlich immer der Reifenluftdruck abgesenkt und jetzt fahren alle zurück, holen sich frische Luft und dann ist wieder alles klar für die Straße. Läuft ja. Viele Punkte, unter anderem auch das Traumbike ganz am Ende zu gewinnen. Heißt, so gegen 16:30, 17 Uhr werden wir dann den glücklichen Gewinner des 40.000 Euro Motorrades verkünden und ich bin sehr gespannt, wer da am Telefon ausflippen darf. Viele tolle Leute, spannende Vorträge. Ja. Sehr, sehr cool. Kann man ja gar nicht alles zusammenfassen. Nee, dann müsst ihr aber nächstes Mal viel. Selber kommen. Genau. Es ist eine Riesenveranstaltung für alle, die nicht da sind. Ja, sorry, tut mir leid. Genau, dann gibt es hier das Video zu sehen. Ja, genau. Fahren schon mal probiert? Sicher. Ja. Brauche ich nicht mehr machen, habe ich ja schon. Ach so, okay. Also schaue ich mal ihn an, wie er es kann, dann brauche ich es gar nicht anfangen, okay. Weil er kann es zu gut. Das ist blöd. Bin ja nie der Beste bei irgendwas. Interesse am Fahreranzug ist richtig gut. Gute Gespräche. Also ich denke, da geht was. Eine feine Veranstaltung. Auf jeden Fall. Insgesamt, ne? Auf jeden Fall. Also ja, aus meiner Sicht ja. Muss man ganz ehrlich sagen, läuft gut. Finde ich gut. Felix, jetzt ist es raus, oder? Jetzt ist es raus. Ich bin sehr erleichtert. Wir haben lange auf diesen Tag hingearbeitet. Und ich bin froh, dass es so gut angenommen wird. Ne? Und jetzt hoffen wir, dass die Kundschaft das auch so annehmen wird, wie wir uns das vorstellen und wünschen. Jetzt kann gefeiert werden, oder? Jetzt kann gefeiert werden. Jetzt fällt auch ein großer Stein vom Herzen. Und auf geht's. Aber das Oberhighlight war natürlich hier die Pan America, würde ich sagen. Ich glaube, da hat keiner mit gerechnet.
dass Wunderlich jetzt mit einer Harley um die Ecke kommt. Und ich muss sagen, das haben sie richtig, richtig geil gemacht. Die sieht richtig gut aus. Und ich bin schon am Checken worden, wie ich das Teil mal Probe fahren kann. Ich bin echt kein Harley-Fan. Du kannst jetzt, egal welches Motorrad in Zukunft für dich, was Adventure angeht, personalisieren über Wunderlich. Und das finde ich mega gut. Also ich finde es schön, dass sich noch jemand sowas traut, einen weiteren Zweig zu gehen und diese Passion einfach noch zu verfüllen. Dass die Leute nicht nur die Helme anprobieren können, sondern wirklich erleben können. Ne? Wird da gut angenommen? Ja, definitiv. Ich hoffe, dass jetzt nach dem Mittag, wenn die Leute vom Essen wiederkommen, noch ein paar eine Runde drehen und dann, ja klar. Ja, viel Spaß noch. Ja, danke, euch auch. Hallo, jetzt wollte ich mal hier vorbeigucken. Wie ist denn die Lage? Seid ihr zufrieden hier mit dem Event? Ja, sehr gut halt, ja. Hier so komplette Anzüge, alles in Richtung Tourenbereich habt ihr dabei, oder? Ja, richtig halt, wa. Da sind wir auch drauf spezialisiert halt, wa. Sind halt, was Gott ist, überwiegend Motocross, Enduro und eine Tourenfraktion halt. War das letzte Mal bei Wunderlich, da waren die noch in Sinzig. Da war es ja ungefähr ein Viertel von der Größe. Also ich war sehr überrascht, wo ich hier gesehen habe, was alles gibt. Hier gibt es ja auch alles, was das Herz begehrt. Also mega cool. Wird dann gleich das 40.000 Euro Motorrad verlost. Also ich nehme euch jetzt mal mit, da geht's rein ins Zelt, da spielt die Musik, kommen Sie bitte. Ein Gewinner. Nein, doch. Okay. So, ich halte jetzt noch mein Mikrofon ans Telefon. Das haben wir nicht geübt. Viel Spaß. Ja, mach. So, hallo, mein Name ist Frank Hoffmann. Ich bin der Geschäftsführer der Wunderlich GmbH. Hallo, ja, das ist André. Ich bin euch bei Instagram, da möchte ich zu. Ah, es hört uns jemand bei Instagram zu. Ah, super cool. André. Ja? Weißt du, warum wir dich anrufen? Ich hab was gemacht, aber das ist bestimmt nicht das Motorrad, oder? Du bist jetzt live bei Instagram. Ja. Dann gehen wir mal zur Seite, dann siehst du, was du gewonnen hast. Moment. Den Birdcrosser, das Traumbike 2022 von Wunderlich gewonnen. Hörst du deinen Applaus? Warum ist mein Ernst? Und dieses Motorrad werden wir dir übergeben. Du musst vorher noch zu uns mal in die Firma kommen, damit wir dich vermessen können, wiegen können, damit wir dir ein personalisiertes Fahrwerk bauen können. Und dann werden wir das Ding auf der legendären Nordschleife miteinander testen. Der Applaus unserer Gäste heute hier bei der Anfahrt ist deiner. Und, das war jetzt eine krasse Nummer, oder? Ein Motorrad zu gewinnen für 40.000 Euro. Ja, ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, also jetzt der Gewinner hat das auch überhaupt, während wir mit ihm telefoniert haben, gar nicht so richtig realisiert. Er wusste überhaupt nicht vor lauter Freude, was er noch fragen soll. Und ich meine, das ist schon der Wahnsinn. Also wirklich geile Nummer. Sucht ihn, wenn ihr jetzt auf dem Bildschirm guckt, dann seht ihr ihn. Unten dieses rote Kästchen, abonnieren drücken. Nachdem ihr das da alles erledigt habt, geht ihr zur Firma Wunderlich, abonniert es auch, Inside Wunderlich. Schauen, immer wieder schauen, denn hier kommen die feinsten Sachen. Und in diesem Sinne, ein Frankie Hoffmann, der heute 40.000 Euro Motorrad verlosen durfte. Verhämmert hat. Der hat immer noch keine Spucke. Ich gehe jetzt ein Bier trinken. Mit dir. So, mit dir. Wir trinken zusammen Bier. Habt eine gute Zeit. Bis dann.